Und willkommen zurück, meine Freunde des Internets. Da ist ja wieder Monkey King LP, wieder in der Runde Fortnite. Und zwar dieses Mal machen wir Sturmschildverteidigung Nummer 4 im Plankerton. Aber zuerst schauen wir noch, dass wir ein bisschen Hilfe bekommen, wenn ich möchte das ungern alleine machen. Gerade Plankerton ist ein bisschen schwieriger. So wie es wir im vorigen Part auch gesehen haben, den Dreier-Part. Bin mal gespannt, ob irgendjemand da zurückschreibt und mir helfen möchte. Gut, ich habe es gerade erst vor 2 Sekunden hingestellt. Also das wird noch eine Weile dauern, glaube ich. Weil anscheinend zieht nicht so viele Leute an. There is no one. Seems like it. Schade, wenn da jetzt keiner kommen wird. Nun denn, anscheinend muss ich wieder solo gehen heute. Lovely. Das hat ja das letzte Mal schon so gut funktioniert. Scheinend sind heute nicht so viele online, nur so viele Leute, oder keiner interessiert, dass ich Hilfe brauche. Aber wenn dann einer mal reinschaut, sofort 400 Leute da. Ach, steht ich heute den Konstrukteur, na wurscht, lass ich Chess, ist doch egal jetzt. Ist doch jetzt irrelevant. Ah, ich muss mich schon hinsetzen. Gut, dann zeigen wir euch mal, wenn ich schon dabei bin, wenn ich das eh schon alleine machen muss, wahrscheinlich vielleicht kommt noch mehr in den 2 Minuten dazu oder sowas. Schauen wir mal, ab dann wird es ja sowieso eine öffentliche Gruppe. Zeigen wir euch mal das Neueste aus meiner Base, weil wir haben jetzt... Wir sollten weiter expandieren. Nice. Wenn du bereit zur Verteidigung bist, wähle am Sturmschild-Konsolenmenü so. Schild erweitern. Wir lassen trotzdem noch den globalen Chat, vielleicht schreibt ja doch noch irgendwer. Egal, ich zeige euch jetzt mal hier den neuesten Part des Schildes, weil du musst bei jedem, also ab 4 musst du quasi, da musst du das komplett neu so einen kompletten Verstärker hinsetzen. Wir haben jetzt Verstärker C nämlich, der ist da drüben, der echt ungünstig zum Verteidigen ist, wenn ich ein bisschen Panik habe davor. Und zwar wie folgt. Also, wir spielen jetzt mal aus der Sicht der Zombies. Die werden mit größter Wahrscheinlichkeit, ich vermute es, von hier unten spawnen. Also hier unten. Das heißt, die werden entweder hier runter gehen, ja, was ich nicht ganz so hoffe, weil da fehlt mir auch noch ein bisschen die Verteidigung, aber ich möchte jetzt ehrlich gesagt nicht noch mehr hinbauen. Oder hier rauf. Hier rauf bin ich mal hier gut versichert, sage ich jetzt einmal. Graden wir das noch ab. So. Falls da noch irgendwas ist. Auf jeden Fall habe ich hier in so ein kleines Labyrinth gebaut, wo sie ziemlich viel Damage fressen können, wo ich dann von da vorne stehen kann und Pew 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 machen kann. Bis sie da hinkommen, habe ich hoffentlich sie alle schon getötet. Wenn sie, so wie ich es auch vermute, von da oben kommen, habe ich einen Schirm offen. Aber ich habe hier auch ein kleines Labyrinth gebaut. Also wenn sie wirklich von hier unter droppen, ja, dann müssen sie ja auch, sind sie hoffentlich so doof, sage ich jetzt mal, und marschieren hier durch. Und freschen hier schön viel Damage. Ah, den wollte ich nicht, den wollte ich hochleveln. Den will ich noch hochleveln. So. Hier würde ich übrigens keinen Verteidiger hinstellen, weil ich persönlich nicht finde, dass das Sinn machen würde. Oh! Oh mein Gott, jetzt kommen sie alle. Okay. There he comes! There she comes! Oh mein Gott, wir kriegen Freunde! Oh mein Gott, there... Oh mein Gott, jawohl! Da kommen sie! Leute, wir haben Leute gefunden! Hey, lass mal. Damn, zu viert schaffen wir das locker flockig, ey. Nice! Oh, kommt her! Woo! Das ist nice. Okay, die braucht noch ein bisschen anscheinend. Ich hoffe, dass ich das jetzt nicht hoste, weil... Okay, wir haben einen Constructor und einen Soldier. Das ist mal nicht schlecht. Was meint er mit falschem Chat? Ready? Ups. I don't know what this mean, aber zu dritt ist das auch sehr machbar. Okay, wahrscheinlich wollen sie es noch ein bisschen umschauen. Okay. Ich wäre soweit, also einen haben wir schon mal. Da setze ich nur kurz meine Kamera um. Setze ich kurz hier rüber dieses Mal, ausnahmsweise. Damit ihr auch den Chat da unten sehen könnt, unten links. Okay, dann starten wir mal. So. Okay. Alles klar. Schildleistung steigt.
So, wo kommt die erste Welle? Aus dem Westen mit. Genau das neue Gebiet wahrscheinlich, oder? Yep. Here he goes! There goes nothing! So. Und wo kommen sie? Ja, natürlich von da oben. Und ich bin total falsch. Na super. Auf keinen Fall. Shit, 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 shit! Okay, ich habe eh genug Leute dort. Also die Leute sind eh dort und ja. Ja, ich bin voll verschlafen. Nein, das ist nicht. Ganz cool. Ich habe da eh einen Tunnel gebaut, einen Todestunnel. Das geht schon. Alles cool. Ich bin ein ruhiger Lauf. Gott sei Dank habe ich die Sprungpads, die nicht funktionieren. Das ist ja voll peinlich. In meiner eigenen Base bin ich zu langsam. Cool, ich bin hier. Oh nice, sie laufen vom Killtunnel da rein. Also daher, das ist super. I like it. Yes! Endlich geht mein Plan auf. Einmal hat einer meiner Pläne funktioniert vorher. Nice. Oh, sie laufen perfekt in den Tunnel. Das ist so geil. Oh mein Gott, sie kommen nicht mal irgendwie weit. Da schieße ich doch nicht mal davon. Bis die hierher kommen, ey. Okay. Aus dem Osten wahrscheinlich, oder? Ah, ist doch klar. Oh, das gibt sich aus. So arg. Das wusste ich gar nicht. Okay, die werden wahrscheinlich jetzt von da oben kommen. Das heißt, ich werde mich auch nach oben verziehen auf mein Dach. Perfekto. Kill Tunnel ist immer noch aktiv. Okay, sie kommen von da. Ich habe auch viele Fallen da. Das ist alles cool. Das Keep Lankerton ist halt urstark. Nice. Nice, nice, nice. Okay, sie gehen zu den Lappen drauf. Solange diese Sprenghänses nicht kommen, soll es mir dann recht sein. Diese Sprenghänses sind echt nervig. Okay. Ich kann gerade ein bisschen vorgehen und mit meinem Lasergewehr ballern. Aber ich möchte die Lasermunition ein bisschen loswerden. Fuck. Ah, shit. Okay, also im Prinzip brauchen wir uns nicht fürchten, weil das irgendwie, wenn sie da vorkommen, haben wir eh die Fallen. Aber das ist gut zu wissen, dass ich da vielleicht auch noch ein paar Fallen hinsetzen sollte. Gott, ich liebe diese Knarre. Meine Lieblingsknarre. Die ist super geil. Die ist auch nicht so schlecht. Nicht perfekt, aber... Einer meiner besten Laserknarren momentan. So... Cool, der hat eine Feuerwaffe, das ist geil. Der Sturm randaliert. Wow, 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 dude, 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 dude. Okay, gut zu wissen, dass wir da auch noch Fallen hingehören davor. Was uns gibt. Wow, 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 fucking bees. Hate them bees. Ah, oh, fuck bees. Not the bees. Damn it. Okay. 2 Sekunden. Perfekt. Okay, also das können wir eigentlich so offen lassen. Nice. Aus dem Norden. So, hoppla. So, noch ein Sprungfeld. Boing! Damit! Au. Das ist natürlich Verstärker C, war ja klar. Und ich bin schon wieder mal runtergeflogen. Oder von wo kommt das? Moment.
Ah, Verstärker C. Okay, da hätte ich rüber gehört. Dammit. Oh, das ist der neue. Ach, von hier kommen die. Das heißt, ich habe den total falschen Killweg gebaut. Na super. Okay, das heißt, hier hätte ich das gar nicht gebraucht. Gut zu wissen. Komm, lauf, Jazz. Die warten auf uns. Ich glaube, ich habe auf der Seite überhaupt keine Verteidigung hingebaut, oder? Sonst könnte ich mich nicht erinnern, oder? Nope. Nicht die kleinste Verteidigung. Außer da unten, wenn sie die Treppen raufkommen. Weil da können sie ja nicht drauf, oder? Nein. Oh, shit. Okay, aber... Ah, das ist ja perfekt. Ich müsste zuerst den Kill-Tunnel diesen kleinen darauf gehen, bevor sie da irgendwas machen. Lasergewehr! Lasergewehr! Perfekt. Perfekt läuft das hier. Hey, kleines Ding, du. Nein. Böser Zombie. Also böse Hülle ist ja kein Zombie. Muss man noch mal, ich muss mal schauen, ob man davon ein bisschen Geschichte, Lore bekommt. Eine weitere Welle kommt bald. Ah, ich bin eigentlich ziemlich angeschlagen. Bereite dich auf einen Angriff aus dem Süden vor. Süden. Das ist... Oh Gott. Welcher ist das denn schon wieder? Welcher? Okay, die checken da schon, dass ich das oben gebaut habe. Ah ja, voll. Das habe ich ja da hinten gesetzt extra. Damit ich da höher komme und schneller. Okay, das ist sehr da drüben, oder? Bitte. Einfach ein Weg. Was ist das? Verstärker B. Verstärker B, Verstärker B, das ist da drüben. Okay. Boink! Okay. Ah, von hier. Aha! Da habe ich auch Fallen aufgebaut. Doesn't give a shit! Da hab ich sogar einen Katapult gebaut, wie süß. Ist das dein Ernst? Okay, mal alles schön reparieren. Gegen den Schleuderer müssen wir wieder in den Nahkampf gehen, das nervt mich gerade ein bisschen. Oder man bombardiert ihn einfach, ist auch okay. So. Okay, da oben brauche ich mir keine Sorgen machen, die, auch wenn die da wirklich reinkommen, sage ich jetzt einmal. So viel verteidigen da hinten. Hier bin ich gut verteidigt, aber gut zu wissen, dass die bei dem anderen so richtig schlecht kommen. Sterbt die Hexen, hasse die Hexen. Die war echt nervig. So, mal wieder ein paar Kugeln für das für die Nachproduktion. Okay, die kommen da oben auch, aber da habe ich eh. Erstens steht der eine Typ eh da und zweitens habe ich eh auch ein paar Feinde da oben aktiviert. Das ist so behindert, wenn die da von zwei auf zwei Dinge gerade. Okay, da habe ich genau nichts. Wow. Nette Hochwasserhosen. Die. Uschi. Okay, das ist Arsch. Das ist sogar. Zumindest weiß ich jetzt die Fallen, die ich noch, also die Stellen, wo ich noch ausbessern muss. What the fuck? Okay, da drin brauche ich mir keine Sorgen machen, weil das sind so viele Fallen drin. Wenn das ein Ausbüchser ist, ist mir das egal. Die Hexe da, wo ist die? Noch nicht. Schön. Oh, das war's schon. Wow, das ging schnell. Das ging's really fast. Das ist die Frage, kriege ich jetzt aber
auch die Lamas geschenkt, obwohl ich nicht mitgemacht habe bei der Sturmverteidigung, oder? Das sehen wir. Das wird interessant, das möchte ich wissen. Ja, mit 25, also da kriegt man nie so viel Erfahrung, das weiß ich schon mittlerweile. Das ging jetzt wirklich einfacher als gedacht. Das hätte ich sogar fast allein. Das hätte ich sogar eigentlich gut alleine auch geschafft. Nicht perfekt, aber ich hätte es auch geschafft, glaube ich. So. Gut, die haben eh schon alle das Spiel verpasst. Passt. Danke fürs Helfen. So, sich bedanken noch. Sehr gut. Vielleicht will jetzt einer, dass ich ihm bei ihm helfe. Das wäre jetzt nicht untypisch. Schauen wir mal, ob ich jetzt auch Lamas kriege. Ja, ich kriege auch Lamas. Cool. Das ist ja nice. Gute Arbeit. Wir haben einen großen Bereich von Plankerton aufgedeckt. Und gerade rechtzeitig. Kommandant, du solltest vielleicht mal in unsere Sendung reinhören. Jetzt sind es nur noch Augenblicke, bis die Senderreichweite verdoppelt wird. Dank Ray und ihrer Blue-Glow-Zauberei wird unser Signal in ganz Plankerton zu empfangen sein. Sind das nicht gute Nachrichten? Bald drängen sich die Überlebenden in unsere Bunker. Schau dir das an! Der Bunker ist voll! Und noch einer! Und ein dritter! Und sie werden angegriffen. Wir sollten los. Okay, anscheinend braucht jetzt keiner mehr Hilfe. Wer ist das jetzt noch da drin? Moment. Quiz. Braucht er jetzt noch Hilfe oder nicht? Okay, erste Gruppe. Also gut, das war die Plankerton-Verteidigung. Hey! Aber ich habe gesagt, das Spaß ist, weil die. Das waren 20 Minuten, das ging sich perfekt aus. Das heißt, ich hätte gesagt, wir schauen uns jetzt noch an, was uns die Lamas bringen. Nämlich. Nummer 1. Wir haben drei kleine Ming-Lamas, die holen wir uns noch. Ja. Irgendwie kriege ich in letzter Zeit nicht wirklich was. Eine Aufstufung hoch von Mini-Lamas oder generell Lamas. Also das sind jetzt irgendwie nicht in letzter Zeit. Komm, eine Goldaufstufung wäre schon mal schön. Also Silber wäre schon mal schön. Das Silber und dann Gold. Ein toller Tag für Beute. Okay, das machen wir einfach schnell. Ende Gelände. Okay, also die Experience nehme ich alles dankend an. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Aber die Experience ist gut, weil die brauche ich jetzt eh wieder. Und wir brauchen noch, also wir können uns jetzt noch ein Upgrade-Lama kaufen. Ist dein Vater Gärtner? Mal schauen. Gut, dann mal los. Silber. Bucket. Ja, okay, ja, das, ja. Das brauche ich nicht. Das brauche ich. Die habe ich halt schon episch. Das ist halt Kupferhandkanone, die ist nicht wirklich notwendig. Ah, die drei brauche ich nicht wirklich. Na. Gut, das war dann die Plankerton 4, Level 4 Verteidigung. Ging doch sehr gut und sehr rasend schnell. Also hätte ich gesagt, ich mache jetzt mal hier einen Schnitt, Leute, und ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Und diesmal ein bisschen wieder normaler, nicht so wie das vorige Dings, aber ich hoffe, das hat euch auch gefallen. Also, wir sehen uns, meine Freunde. Also, see ya!